Glühwein. Das warme Gemisch aus Gewürz und Wein sorgt auf Weihnachtsmärkten für gute Laune. Es enthemmt und schafft Euphorie. Was vor allem am Alkohol liegt, sollte man meinen. Laut Forschern soll allein der Glaube daran, Alkohol zu trinken, einen Rausch auslösen. Wir machen den Test. Unsere Probanden Julian und Kevin. Sie glauben, die Wirkung von Glühwein zu testen. Doch was hier fließt, ist kein Alkohol, sondern Kinderpunsch. Die erste Runde Kinderpunsch. Jetzt wird's spannend. Dein erster Glühwein, wie fühlst du dich jetzt? Ja, also nach meinem ersten Glühwein merke ich eigentlich noch rein gar nichts. Wie ist es bei dir? Eigentlich ähnlich, aber gut, ein bisschen was merkt man schon, ist ja schon ein bisschen was drin, aber es ist in erster Linie nur so ein bisschen Wärme von innen, aber ja, und der Geschmack halt, aber noch nicht sonderlich viel. Noch spüren sie nichts? Nach der zweiten Tasse sieht das aber etwas anders aus. Also wie fühlst du dich jetzt nach deinem zweiten Glas? Ja, also man merkt schon was. Also ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Alkohol drin ist. Man merkt auf jeden Fall was. Also es wird ganz warm und ist schon ein bisschen schwummerig. Und wie ist es bei dir? Ja, ähnlich. Also hauptsächlich halt die Wärme, weil es ist ja auch ein bisschen warm, das Getränk. Und ja, ansonsten halt auch so ein bisschen schwummerig und so einen kleinen Druck auf dem Kopf, so wie man es halt von Alkohol kennt, sag ich mal. Unsere Tester sind sichtlich enthemmt und spüren den Scheinrausch. Sie glauben daran, echten Alkohol in der Tasse zu haben. Auch nach der dritten Tasse Kinderpunsch ist die Wirkung verblüffend. So, ihr habt jetzt eure dritte Tasse getrunken. Wie fühlt ihr euch jetzt? Ja, mir ist auf jeden Fall sehr warm und ja, mir ist duselig, aber ich bin nicht betrunken. Es ist mehr als jetzt beim zweiten Glas, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also bei mir hat jetzt der dritte Becher schon wesentlich mehr gebracht, sag ich mal. Das ist jetzt ungefähr, ja, der zweite war ja noch ein bisschen sanfter, sag ich mal, aber der hat das jetzt ganz schön angetrieben, sag ich mal. Und ja, es ist richtig warm und schon leicht angetrunken, sag ich mal. Also, ja. Drei nacheinander ist schon ganz gut. Der Kinderpunsch hat scheinbar voll eingeschlagen. Zeit, das Ganze aufzulösen. Was würdet ihr jetzt sagen, wenn ich euch erzählen würde, dass da gar kein Alkohol drin war? Ich würde mir verarscht vorkommen. Ich würde mich freuen, dass der Placebo-Effekt mal wieder gegriffen hat. Ist doch gut, nichts getrunken und sich dann so fühlen. Das wäre auf jeden Fall optimal. Und man da jetzt einfach davon ausgeht und dran glaubt, dann tut es ja meistens auch so. Ich meine, wird ja auch in der Medizin oft so angewandt. Hier die ganze Homöopathie-Kram oder so oder irgendwelche Placebos, was Hustentabletten anbelangt. Und wenn jetzt wirklich nichts drin war, bin ich beeindruckt. Was sagst du jetzt? Ja, er hat recht. Der Placebo-Effekt hat gewirkt. Tatsächlich ist hier ein Placebo-Effekt eingetreten. Unser Test zeigt, dass auch ohne Alkohol ein Rauschzustand möglich ist. Woran das liegt? Julian und Kevin haben gelernt, dass bei der Einnahme von Alkohol ein bestimmtes Verhalten eintritt. Allein der Glaube aktiviert genau die gleichen biochemischen Änderungen im Gehirn wie unter Alkoholeinfluss. Doch so schnell wie der eingebildete Rausch gekommen ist, ist er nach unserer Auflösung auch schon wieder verflogen. Wo man dann halt weiß, dass es nur eingebildet ist, kommt man halt wieder auf den normalen Zustand zurück. Das ist sehr interessant eigentlich. Placebo-Effekt hin oder her, es geht also auch ohne Alkohol. Man muss nur fest daran glauben.